Schönen guten Morgen aus Kraljevica. Der Tag fing so ein bisschen bescheiden an. Es hat in der Früh geregnet. Dachte ich mir, naja gut, im Regen brauche ich nicht fahren, warten wir noch ein bisschen ab. Jetzt ist es bloß so, dass es so stark windet. Und ich weiß nicht, das Wetter sieht auch nicht so schön aus da hinten. Der Wind ist teilweise so stark, dass es mich mit dem ganzen Gepäck nach links oder rechts entweder gegen den Leitplanken oder gegen irgendwelche Autos drückt. Und weil die Straße ziemlich eng ist und auch viele LKWs unterwegs sind, ist mir das Ganze jetzt ein bisschen unangenehm. Jetzt muss ich mal schauen, ich wollte jetzt eh was frühstücken, bevor ich weiterfahre. Beziehungsweise das Mittagessen fast schon. Und ja, das Camp war so ein bisschen, naja, ich finde es ehrlich gesagt schade, dass man in Kroatien für ein Camp, was wesentlich schlechter ist wie zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland, wesentlich mehr bezahlt. Das heißt wesentlich 30-40% mehr. Und dann aber nicht dasselbe bietet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bis in Kroatien stimmt nicht. Auch beim Essen muss ich sagen, war ich sehr enttäuscht. Probiert gerne mal meine Cevapcici, aber die ich gestern gegessen habe, die haben irgendwie nicht so geschmeckt. Mai, ansonsten von der Landschaft her wird es ganz schön. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen vorankomme und schaue, was ich mache heute. Ich muss die Tage auch mal Wäsche waschen. Seit wie wenn man unterwegs ist, sollte man schon schauen, dass man das regelmäßig macht. Andererseits ist es natürlich auch eine nervige Geschichte, und wenn man dann jedes Mal wieder 8 Euro für eine Wäsche bezahlen darf, wie das jetzt beim letzten Campingplatz gewesen wäre, dann verzichtet man doch lieber drauf und fährt noch einen Tag mit einem stinkenden T-Shirt weiter. Jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, der Wind lässt ein bisschen nach. Ich meine, der Schatten ist ganz angenehm, das ist nicht so heiß, aber mit dem Wind macht es absolut keine Freude. Vor allem sind dann immer wieder so Windböen, das braucht man einfach nicht. So, wunderschönes Kroatien. Beste Freunde sind wir noch nicht geworden. Es hängt vor allem damit zusammen, dass es einen viel zu starken Gegenwind gibt und ich heute ständig auf- und abfahren muss, dass man in Kroatien irgendwie gefühlt keine direkten Straßen hat. Ja, und das hat sich dann auch ganz, ganz schnell geändert, wie oft, wenn man auf einer Reise ist und irgendwas nicht passt oder nicht stimmig ist und fährt ein paar Kilometer weiter und plötzlich ist alles ganz, ganz anders. Ihr seht es selbst, die Küste rechts auf der Seite, die Adria, ist ein Traum. Thank you.
macht echt keine Freude. Ich meine, die Landschaft ist echt toll, überhaupt keine Frage. Und mit dem Autoverkehr ist es auch besser geworden. Aber der Wind! Selbst, ich weiß nicht, es geht bergauf, bergab. Und beim Bergabfahren habe ich circa, weiß ich nicht, 30, 40, 50 km/h drauf. Und es geht nicht, weil es mich immer wieder so gegen die Leitplanke drückt. Und das heißt, ich kann maximal mit 15 km/h im Berg irgendwie runterfahren. Und hoch auch. Das heißt, ich komme überhaupt nicht voran heute. Was eigentlich sehr schade ist, weil wenn es windstill wäre, die Strecke wäre echt super. Aber so ist es, das macht keine Freude. Und ja, hilft ja nichts. Mal schauen, vielleicht wird es morgen ein bisschen windstiller. Oder ich fahre mir ins Landesinnere rein, aber das ist heute, es ist echt eine Katastrophe zum Fahren. Es ist eine Herausforderung, ja. Aber wenn ständig Autos von hinten kommen und rechts die Leitplanke und ihr seht es ja, es geht überall dann runter ans Meer. Der ist nicht wie eine Wiese, wo man dann mal ausweichen kann. Also das ist. Boah. Schauen wir mal, dass es windstill wird, die Tage. So, Camp gefunden. Direkt am Meer. Und ja, ganz schön gelegen, relativ klein. Ich mag ja auch eher so kleine Camps, muss ich sagen. Es ist gut windig und ja, ich werde jetzt mal alles aufladen, ganzen Strom, ganzen Geräte, ganzen Akkus. Und wir haben ja jetzt uhrzeittechnisch, was haben wir draufstehen, 16:49, ja, 17 Uhr, das ist noch genügend Zeit. Ja, ich habe 9 Kilometer Stand von 1047 Kilometer. Das heißt, heute habe ich die 1000 Kilometer geknackt. Ich wollte eigentlich heute knappe 100 Kilometer fahren. Es ist aber zu windig und es macht keinen Sinn. Ich habe auch mit der Rezeptionistin von dem Campingplatz gesprochen und da sieht es so aus, die meint, dass es morgen auch wieder ein bisschen windstiller wird. Genau.